Und in Salzburg begrüße ich jetzt den Erzbischof und Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Franz Lackner. Einen schönen guten Abend. Grüß Gott, guten Abend. Herr Erzbischof, Papst Franziskus spricht bei der Flüchtlingssituation im Mittelmeer von einer, Zitat, Globalisierung der Gleichgültigkeit. Ist Österreich und der österreichischen Bundesregierung die Situation in den griechischen Flüchtlingslagern gleichgültig? Also wenn der Heilige Vater Papst Franziskus das so nennt, dann sieht er sicher, ist der Horizont dessen, was er im Blick hat, sicher viel weiter. Ich darf vielleicht ganz persönlich beginnen. Wir haben in der Bischofskonferenz im Frühsommer, als die Lager gebrannt haben, waren wir alle sehr erschüttert und haben damals auch uns zu Wort gemeldet in Pressetexten. Und ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, dass man dann das bald abgehakt hat und gemeint hat, da wurde ohnehin geholfen. Und jetzt ist es mit der größten Schärfe wieder aufgetaucht. Also eine humane Katastrophe bahnt sich dort so kurz vor Weihnachten an oder ist im Gange. Ja, also ich glaube, dass wir alle, wirklich alle Institutionen, alle Instanzen gefordert sind, hier aktiv zu werden, zu helfen. Es ist gleichsam eine erste Hilfe von Nöten, von der sich niemand dispensieren kann. Die Situation im Flüchtlingslager Karatepe ist drastisch. Die Zelte stehen unter Wasser. Es gibt Berichte von Kindern, die von Ratten angenagt werden. Ihre Kollegen fordern Handeln. Kardinal Schönborn aus Wien bittet um eine Aufnahme von Flüchtlingen. Der Innsbrucker Bischof Klettler will, Zitat, nicht mehr wegschauen. Was muss ganz konkret Österreich Ihrer Meinung nach tun? Na, ich glaube wirklich, die Hilfe muss auch global geschehen, muss auch seitens der Europäischen Union geschehen. Also vor Ort ist einmal, glaube ich, ist es notwendig, dass diese Flüchtlingslager von den Inseln wegkommen, dass sie aufs Festland geführt werden, weil die Inseln sind ja auch die Bewohner dort heillos alle überfordert und dass man sie dort festhält und wie schon gesagt, die Kinder im Schlamm, schreckliche Dinge werden da gesagt. Also das ist in erster Linie zu tun. Ja, man kann, wenn man auf Österreich blickt, es wurde viel getan, ich möchte nur darauf hinweisen, also diese 500 Tonnen Hilfsgüter, die dort hingebracht worden sind, oder 50 Tonnen, Entschuldigung, ich weiß das nicht mehr so genau, auch die Landeshauptleute, Konferenz hat sich sehr engagiert, alle wollten mithelfen, aber jetzt scheint mir wirklich auch der Moment gekommen zu sein, wo vor allem Familien mit Kindern von dort aufgenommen werden. Hier ist sicherlich jetzt es wichtig, dass das getan wird, auch von Österreich. Die Stadt Wien hat vorgeschlagen, 100 Kinder aufzunehmen. Wie viele Kinder müssten denn Ihrer Meinung nach aufgenommen werden? Wir wissen, laut Berichten von NGOs sind so circa ein Drittel der Bewohner in diesem Lager minderjährige Kinder. Wie viele Kinder sollte Österreich Ihrer Meinung nach aufnehmen? Also eine Zahl zu nennen, ist da, glaube ich, schwierig. Also 100, meiner Meinung nach, müssten es gewiss sein können, dass das ist auch möglich hier. Es haben sich auch viele Bürgermeister, viele Familien, viele Pfarrer gemeldet, dass sie bereit wären, hier mitzuhelfen. Also ich will, je mehr, desto besser, könnte man sagen. Man muss natürlich auch mitbedenken, dass wir hier vor Ort in einem dritten Lockdown zugehen, dass das natürlich schwierig ist. Man darf die Menschen hier vor Ort auch nicht überfordern. Dafür habe ich Verständnis. Aber noch einmal, es ist eine Extremsituation. Es ist eine humanitäre Katastrophe. Und da, auch wenn man selbst in Not ist, aber diese Not ist nicht zu vergleichen, was sich dort abspielt. Darum ist jetzt zu handeln. Die Kanzlerpartei ÖVP stellt sich gegen diese Aufnahme von Kindern. Die ÖVP ist eine christdemokratische Partei. Ist es mit den christlichen Wurzeln vereinbar, keine Flüchtlinge aus Lesbos aufzunehmen? Ja, wenn man es vor seinem eigenen Gewissen betrachtet, ist das gewiss so, dass man sich sagen muss, wenn es uns doch so gut geht, trotz Probleme, die wir haben, auch
Es ist auch nicht leicht für uns, für viele Menschen in unserer Zeit. Es herrscht sehr viel Unsicherheit. Es ist auch eine Müdigkeit da, von den Menschen hier mit diesen Lockdowns zurechtzukommen. Aber ich denke, da muss man auch das fordern können, dass die Gemeinschaft, die Staatsgemeinschaft hier auch aktiv wird. Ich will niemanden ins Gewissen reden oder jemandem das Gewissen absprechen, das gehört sich nicht, aber bitten, auffordern, jetzt vor Weihnachten so einen Akt zu setzen, der mehr als notwendig ist und nicht nur ein Akt der Barmherzigkeit. Die ÖVP sagt aber auch, dass solche Flüchtlingsaufnahmen wieder zu unkontrollierten Situationen wie etwa im Jahr 2015 führen könnten. Überzeugt Sie so eine Argumentation? Dass wenn wir 100 Flüchtlinge aufnehmen, glaube ich nicht, dass bei uns wieder so eine Situation eintritt wie 2015, wo Tausende unkontrolliert die Grenze überschritten haben. Ich glaube nicht, ich habe dieses Argument auch nicht gehört, dass Sie das so sehen. Was sicherlich ist, dass vor Ort natürlich, und das ist auch menschenunwürdig, dass vor Ort natürlich geschaut wird, so habe ich gehört, dass nicht zu viele wegkommen, weil gleich andere nachkommen. Dem müsste auch ein Riegel vorgeschoben werden, dass das nicht auf den Schultern der Ärmsten hier politische Kalküle ausgespült werden. Herr Erzbischof, wir haben heute in der Sendung auch schon ausführlich über Corona berichtet. Deshalb würde ich Sie auch gerne noch kurz dazu fragen. Es stehen sehr wichtige christliche Feiertage vor der Tür. Religionsgemeinschaften sind von der Corona-Verordnung komplett ausgenommen. Sie geben sich ihre eigenen Regeln. Jetzt haben Sie eine Rahmenordnung für Gottesdienste erlassen. Da steht aber auch drauf, Konkretisierungen für Weihnachten werden noch verlautbart. Hat es der vierte Adventssonntag gefunden, habe ich solche Konkretisierungen bisher nicht. Bleibt es bei den bisher Regeln für Gottesdienste, auch für die Christmetten und andere christliche Feiern an den Feiertagen? Na, also wir haben ja diese Rahmenordnung, die ist ja bis jetzt noch gültig, ursprünglich angesagt bis zum 6. Jänner, dass sie gültig ist. Jetzt sind für die Weihnachtsfeiertage ausgenommen worden, dass man hier mit diesen Regeln feiern können. Wir haben uns nicht selbst die Regeln gegeben. Also die Regeln, die wir befolgen, also das sind die allgemeingültigen Regeln, die überall gelten. Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz und ja, Hände waschen. Also und wie in der Kirche, was kirchenüblich ist, dass man schaut, dass man sich nicht berührt bei der Kommunionausspendung. Das sind dann eigene Regeln, aber die befolgen wir. Jetzt kommt dann Weihnachten, da sind die zwei Tage ja ausgenommen, so wie ich gehört habe. Und dann tritt ja der dritte Lockdown in Kraft, da werden wir natürlich mittun, das ist ganz klar. Aber ich möchte darauf hinweisen, ich muss erst mit den Bischöfen in einer Konferenz, in einer Videokonferenz das abstimmen. Und wir waren immer auch im Gespräch mit der Regierung, dass das, was in den Kirchen passiert, auch in Übereinstimmung ist, was für alle gilt. Aber in den kommenden Tagen werden wahrscheinlich hunderttausende Menschen in Österreich in die Kirche gehen und dort eine Messe feiern. Angesichts der momentanen Verbreitung des Coronavirus muss man nicht in Wirklichkeit gerade älteren Menschen, die gerne in Kirchen gehen, abraten davon, dieses Jahr eine Christmette zu besuchen? Naja, es gibt ja die Regeln, Abstand halten, 1,5 Meter, das sind dann schon nicht mehr so viele möglich. Also im Dom zu Salzburg, der ja riesengroß ist, werden da nur mehr 300. Da haben ja mehrere tausend Platz drinnen sein können. Und was ich vom heutigen Sonntag schon mitnehme, der Zulauf hält sich in Grenzen. Es sind auch viele Leute verängstigt, sehr viele Leute und gerade auch alte Menschen, dass sie nicht kommen, dass sie zu Hause bleiben, auch über die Medien die Messen mitfeiern. Aber jetzt gibt es zum Beispiel Sportstadien, die sind unter freiem Himmel. Auch dort dürfen keine Fußballspiele mehr vor Publikum stattfinden, weil man sagt, das könnte zu gefährlich sein. Wenn Gläubige Sie heute fragen, ist es sinnvoll, dass ich in die Kirche gehe, was sagen Sie denen dann?
Ja, dann würde ich sagen, wenn unter Vorgabe dieser Regel, dass man gesund ist, dass man nicht irgendwelche Symptome zeigt, unter Einhaltung aller Regeln, ja, Desinfektion, dass es gibt einen Willkommensgruß, wo man eingewiesen wird, dass man den Platz einnimmt, dass man 1,5 Meter nach allen Richtungen Abstand hält, dass man beim Verlassen und beim Kommen in die Kirche sich langsam hinausbewegt, dass man jede Gruppenbildung vermeidet, dass man auch sagt, dass man hinterher, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, nicht sich in irgendeiner Weise versammelt, das ist ja ohnehin jetzt nicht so leicht möglich, dann würde ich sagen, kommen Sie. Ich möchte mich aber nicht, ich bin selbst sehr fußballbegeistert, hier anfangen zu vergleichen. Ich glaube, dass das gläubige Leben, das in die Kirche gehen, ein Grundbedürfnis ist von vielen Menschen, von allen Menschen, die dieses Grundbedürfnis auch fühlen, dass sie dorthin gehen können. Und das ist ja nur der eine Teil. Wir Christen und Christinnen, wir brauchen das auch, und dass wir hinausgehen und dann zu wirken für die Allgemeinheit und für das Bonum Commune, wie wir sagen, für die Menschen, die besuchen. Ich bin viel auf Visitation, also in den Pfarren. Also es gibt praktisch in jeder Pfarre einen Sozialkreis. Was tun die? Die besuchen die Menschen, die Alten, die Kranken, die sind unterwegs und tun eine große, oft oder zumeist ehrenamtlich, verbringen eine große Leistung auch für das Wohl der Gesellschaft. Und ich denke schon, dass das gerechtfertigt ist, dass das auch möglich ist. Außerdem ist der katholische Gottesdienst so strukturiert, dass er sehr rituell vor sich geht. Also es ist sehr berechenbar, was dort geschieht. Und alle großen Feiern wie Trauungen und Firmungen, das Hochzeiten, werden ohnehin verschoben. Also das heißt, die Christmetten in den kommenden Tagen werden sicher sein? Die werden gefeiert werden in den Pfarren. Die Frage ist, wie, unter welchen Vorkehrungen, die Regeln. Das wird genau besprochen. Wir haben da einen ganzen Krisenstab tätig, die sich damit beschäftigen, sodass hier wirklich die Ansteckungsgefahr oder gar Clusterbildungen, dass das nicht möglich sein soll. Herr Erzbischof, vielen Dank für das Gespräch und schönen Abend nach Salzburg.